Was wollte tat und sprach Jesus wirklich? Quelle: jesus-forscher.de. Worte des Rabbi Jeschua. Eine Wiederherstellung. Bibliothek der Unruhe und des Bewahrens. Band 6. Styria. Die Verlagsgruppe Styria GmbH und Company KG hat das Verlagsrecht am Titel Worte des Rabbi Jeschua, der 2003 als gedrucktes Buch erschienen war, mit Schreiben vom 12.09.2011 zurückgegeben. Die Datei, die dem gedruckten Buch zugrunde lag, hatte der Verlag leider nicht mehr. Glücklicherweise befand sich auf dem letzten PC von Günther Schwarz aber noch eine Word-Datei des Manuskripts, allerdings nicht deren endgültige Fassung. Diese Datei wurde an das 2003 erschienene Buch angepasst, inhaltlich insbesondere an einigen Stellen der eigentlichen 100 Worte und in formaler Hinsicht. Ein Wort-für-Wort-Vergleich von Datei und gedrucktem Buch wurde bei den 100 Worten und auch sonst in weiten Teilen durchgeführt. Wo das nicht der Fall war, wurden aber mindestens Beginn und Ende jedes Abschnitts überprüft, wobei nur wenige Abweichungen festgestellt und behoben wurden. Es sollte daher höchstens noch geringfügige Unterschiede geben. Anmerkung: Herausgeber. Zugedacht ist dieses Buch solchen Menschen, deren geistige Freiheit es ihnen erlaubt, ihre Vorstellung von dem Mann, der seine Meisterworte vor fast 2000 Jahren sprach, so gründlich zu ändern, dass nicht einmal sein Name derselbe bleibt. In Memoriam. Karl Heinrich Rengsdorf. Inhalt: Zum Geleit Seite 9. Vorbemerkungen Seite 15. Textteil Seite 33. 100 Worte des Rabbi Jeschua Seite 35. Prolog Seite 37. Gott und Gottesanbetung Seite 39. Das Dasein der Gottesherrschaft Seite 45. Der Einlass in die Himmelsherrschaft Seite 50. Die Engel Seite 55. Der Satan und seine Dämonen Seite 61. Johannes der Täufer Seite 66. Jeschua selbst Seite 71. Seine irdische Sendung Seite 73. Sein Königtum und seine Vollmacht Seite 78. Seine Worte und seine Lehre Seite 80. Die Nachfolge Seite 87. Worte an seine Schüler Seite 98. Weisungen an seine Schüler Seite 109. Worte an Außenstehende Seite 116. Vergebung und Vergebungsbereitschaft Seite 135. Wohltätigkeit, Fasten und Beten Seite 136. Die Kommunionsworte Seite 138. Seine Gebete Seite 140. Kommentar Seite 149. Poetische Kraft Seite 151. Herkunft Seite 161. Selbstbewusstsein Seite 171. Spiritualität Seite 177. Epilog Seite 191. Quellen Seite 195. Hilfsmittel und Monographien Seite 195. Register der Worte Jeschua Seite 198. Abkürzungen Seite 199. Seite 9. Zum Geleit. Als mir vor Jahren im Zusammenhang mit einer kniffligen Frage von kompetenter Seite der Name Günther Schwarz genannt wurde, betrachtete ich den Hinweis als eine Art Geheimtipp. Schwarz arbeitet seit Jahrzehnten auf einem Spezialgebiet, das selbst von bibelwissenschaftlichen Experten nur ganz selten bearbeitet wird. Ich meine die aramäische Sprachwissenschaft. Um genau zu sein, die Methode der Rückübersetzung von Worten Jesu aus der Sprache, in der sie überliefert sind, dem Griechischen, in die Sprache, in der Jesus sie vorgetragen hat, ins Aramäische. Schwarz gehört sicherlich nicht unter so auffällige Theologen wie Eugen Truermann oder Gerd Lüdemann, die mit kirchenkritischen Sprengsätzen auf die Titelseite des Spiegel gerutscht sind. Auch sein Lebenslauf verrät keine Sollbruchstellen. Geboren und evangelisch getauft 1928 in Hamburg, Grundschule und Maschinenschlosserlehre in Berlin. Wehrdienst als Marinehelfer, Berufstätigkeit in Industrie und Privatwirtschaft, Theologiestudium auf dem zweiten Bildungsweg, Pastor im Bereich der Hannoverschen Landeskirche von 1968 bis 1988, seither im Ruhestand. Verheiratet, drei Kinder. Sein Doktorat erwarb er erst 1987, eine ihm in Aussicht gestellte Dozentur für Aramaistik lehnte er ab, weil er seine Forschungsarbeit nicht gefährden wollte. Inzwischen waren ab 1966 nach und nach seine gelehrten Untersuchungen erschienen. In Fachzeitschriften und in Buchform kreisen vor allem um die Rekonstruktion des Originaltons der Worte Jesu. In der Lebensaufgabe, die er damit bereits während seines Studiums gefunden hatte,
geht es ihm um die Wiederherstellung des Heiligen Textes mit allen Mitteln der Wissenschaft. Eben dies sei so Konstantin von Tischendorf, gestorben 1874, eine der höchsten Aufgaben der christlichen Wissenschaft. Tischendorf war nicht irgendeiner. Auf seinen Forschungsreisen hatte er 1844 und 1859 im Katharinenkloster am Sinai eine seither berühmt gewordene griechische Handschrift des Neuen Testaments entdeckt und sichergestellt. Den sogenannten Codex Sinaiticus. Er urteilte über ihn. Der neutestamentliche Text ist schon in den ersten Jahrhunderten seines Bestehens vielfachen Entstellungen verfallen. Nach meiner eigenen Überzeugung gehen diese Entstellungen sogar allermeist aufs erste und zweite Jahrhundert zurück. Schuld daran sind in der Mehrzahl der Fälle Übersetzungs- und Deutungsprobleme. Was in der Ausgangssprache dem Aramäischen unmissverständlich ausgedrückt war, wurde in der Zielsprache dem Griechischen oft ungenau und dadurch verzerrt wiedergegeben, besonders häufig bei mehrdeutigen und symbolhaften Wörtern. Von Schwarz habe ich gelernt, dass die aramäisch sprechenden Schüler des Rabbi Jeschu, wie er in Galiläa genannt wurde, bei ihren Predigten unter griechisch sprechenden Hörern zumindest anfangs Dolmetscher benötigten, die das, was sie in Aramäisch vortrugen, ins Griechische übersetzten. Dass es dabei zu Pannen kam, leuchtet ein. Deshalb dieses Buch. Es steht in keinerlei Konkurrenz zu den bereits vorhandenen, rund 20.000, Jesusbüchern. Nicht Leben und Wirken des Nazareners sind Gegenstand dieser Veröffentlichung, sondern seine Meisterworte in ihrer ursprünglichen Frische. Günther Schwarz hat die hier vorliegende Auswahl vorgenommen als vorläufige Ernte seiner jahrzehntelangen Arbeit an den Jesus-Texten. Sie mussten aus der überlieferten griechischen Fassung ins Aramäische, rückübersetzt dabei von Fehlern und Zusätzen, gereinigt schließlich ins Deutsche gebracht werden, und zwar in einer ihren poetischen Formen angemessenen Sprache. Das Ergebnis solch aufwendigen Verfahrens passt deshalb in die Bibliothek der Unruhe und des Bewahrens. Weil das bibelkritische Fachmenschentum in den letzten Jahrzehnten weitgehend unbemerkt von der gebildeten Öffentlichkeit den Evangelien eine rigorose Abmagerungskur verordnet hat. Von den etwa 500 überlieferten Aussprüchen Jesu gelten zurzeit nicht einmal 10% als authentisch, wenn es nach dem einflussreichen Jesus-Seminar geht, das 1985 in den USA erstmals zusammentrat. Damals setzten sich 30 Bibelwissenschaftler im katholischen Seminar St. Meinrad, Indiana, zusammen, um rote, rosafarbene, graue und schwarze Kükelchen in eine Wahlurne zu werfen. Abgestimmt wurde über jeden Satz der Bergpredigt, wie er in der Bibel steht. Die Fachleute wollten zu einer verlässlichen Antwort auf die Frage kommen, wie Jesus tatsächlich geredet hatte. Sehr viel von dem, was in den vier Evangelien als Originalton Jesu niedergeschrieben wurde, darüber war man sich nach 250 Jahren Bibelkritik einig, kam als Meisterwort nicht in Frage, sondern stammte von späteren Federn. Die Prozedur bei der Abstimmung mit farbigen Kugeln war relativ einfach. Rot bedeutete, höchstwahrscheinlich Originalton Jesu. Rosa, vielleicht Originalton Jesu. Grau, eher nicht Originalton Jesu. Schwarz, kein Originalton Jesu. Für bibeltreue Christenmenschen ist das Ergebnis eher niederschmetternd. Von den bekannten 8-Seligpreisungen zum Beispiel blieben lediglich drei echte Meisterworte übrig. Selbst das Vaterunser erhielt nicht lauter rote Kugeln. Die Damen und Herren vom Jesus-Seminar hingegen waren durchaus zufrieden. Sie beschlossen, zweimal jährlich weitere Sitzungen abzuhalten, bis alle Jesus-Worte durchgetestet wären. Mit dem Destillat, das dabei herausgekommen ist, verbringen auch langsame Leser kaum mehr als eine halbe Stunde. Der Sohn des Zimmermanns, der historische Jesus, wie er in der Branche genannt wird, ist womöglich nur in kargen Fragmenten seiner Lehren erhalten geblieben. Ob er tatsächlich, um ein besonders krasses Beispiel zu nennen, das baldige Ende der Welt vorausgesagt hat, ist für das Jesus-Seminar keineswegs ausgemacht. Noch skandalöser für das christliche Frömmigkeitsleben sind die Überlegungen des Seminars zum Leiden und Sterben des Nazareners trotz der ausführlichen Passionsgeschichten in den kanonischen Evangelien. Historisch verlässlich sei von all dem lediglich die Tatsache der Hinrichtung Jesu unter Pontius Pilatus etwa um das Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Wie die Leidensgeschichten der Evangelien entstanden sein könnten 40 oder 60 Jahre nach dem Geschehen, wird dann zu einer Frage der Literaturwissenschaft. Was alle Jahre zu Ostern gefeiert wird, nämlich die leibhaftige Auferstehung des Gekreuzigten aus dem Grab. Dies die Schlusspointe der Abstimmung im Jesus-Seminar, ließ sich allenfalls als Glaubensinhalt auffassen, nicht als handgreiflicher Vorgang. Über die Frage, wie aus etwa 4 oder 5 Dutzend Sprüchen eines gescheiterten Wanderpredigers das Christentum entstehen konnte, zerbrach sich das Jesus-Seminar nicht weiter den Kopf. Schwarz dagegen bewegt sich auf festerem Terrain. Jesu Geburt im Stall und seine Herkunft von Leuten des Mittelstandes gelten ihm, wie übrigens auch der Philosoph Ernst Bloch in seinem Prinzip Hoffnung erkannte, keineswegs als der Stoff, aus dem die Märchen gewebt sind.
Auch der Mann, dem die Dämonen untertan sind, wird nicht als Romanfigur abgetan. Auch die Kompetenz Jesu als Heiler steht für Schwarz fest. Ebenso wie seine Berufungsvision am Jordanfluss. Wie es der junge Jude nach langen Jahren selbstständigen Bibelstudiums dann während 3 Jahre geschafft hat, dass ihm die Menschen zuhörten, ist für Schwarz vor allem seiner hohen dichterischen Kraft zuzuschreiben. Deren Eindringlichkeit freilich erst durch die Rückübersetzung ins Aramäische offenkundig wird. Plastisch genug wird dann die Haltung, mit der Jesus auf Golgotha zugegangen ist, und die Frage nach dem, was hernach gekommen sein könnte, wird mit einem Hinweis auf den Berg der Verklärung offen gehalten. Dass dabei manche liebgewordene Vorstellung verabschiedet werden muss. Weil dem ursprünglichen Jesu ganz und gar fremd mag, stören sollte, aber deshalb nicht wirklich verletzen. Weil Schwarz ohne Schnödigkeit argumentiert. So geraten Jungfrauengeburt, Petrusamt, Kirchengründung und Weltmission in das spätere Licht andächtiger Wundergläubigkeit und bischöflichen Ernstes den Voraussetzungen für die Bautätigkeit an einer Weltreligion. Günther Schwarz, das darf noch verraten werden, war seinen Kirchenoberen nicht immer bequem und aus der Akademia gab es so manchen Nadelstich. Derlei lästige Kleinigkeiten können zu einer Art von Verbissenheit führen, die gelegentlich mit Widerstandskraft verwechselt wird. Bei Schwarz ist das nicht der Fall. Er ist neugierig und lernbereit geblieben, er weiß sehr wohl, dass dieses Buch nicht unfehlbar ist. Das soll es auch nicht sein. In der Gesellschaft des Papstes würden wir beide uns nicht unbedingt wohlfühlen. Adolf Holl.